Herzlich willkommen zurück zu GTA Online mit Arezo. Ich bin Arezo. Der da rumschreit, ist Falzu, der ist auch dabei. Er schreit gerade wahrscheinlich rum, weil es Dinrek ihn tötet oder so. Nein, die gesamte Polizei. Ja. Also, ich starte bei meiner Garage, weil Steenrek ist witzig, fand eine Annäherungsmine hinter mich zu platzieren. Das ist doch wirklich witzig. Platzieren zumindest. Die uns, also die zumindest mich direkt aus dem Online-Spiel rausgeschossen hat. Und jetzt ist das Auto nicht in der Garage gewesen. Warum ist mein Auto nicht in der Garage? Jetzt muss ich mir so ein Moped hier klauen. Ah, willst du mich mitnehmen oder überfahren? Ach, sehr freundlich. Ich stehe neben dir, um dich umzufahren. Genau. So. Also. Dadurch müssen wir uns jetzt natürlich erstmal nochmal wiederfinden und dann direkt die Mission versuchen zu starten. Obwohl, die Mission können wir auch starten, ohne uns vorher zu finden, ne? Genau. Okay. Ich glaube, ja. Gut, dann gucke ich mal, ob ich jemanden angerufen bekomme. So. Den da zum Beispiel. Moment mal, ich kann markieren und dann passiert nichts weiter. Wo fahren wir jetzt eigentlich hin? So. Ah. Kontakte, Ronzin. Achso, nehmen wir nicht in Game ist. Nein, ich bin doch da. Was meinst du, warum die Aufnahme läuft? Mensch. Was weiß ich? Ja, ich nehme dir den Desktop auf. Wer hey, mal was ganz Neues. Der will mir keinen Job geben. So. Genau so bin ich vorhin auch runtergefahren, nur dass ich explodiert bin. Geralt. Gibt der mir einen Job? What's going on? Steenrek, du konntest Jobs anfordern, ne? Bei solchen Leuten wie Geralt. Steenrek? Ja. Du konntest Jobs bei Leuten wie Geralt anfordern, ne? Genau. Gut, dann tu das doch mal bitte. Mist. Wir brauchen okay, einen Job. Moment. Bei irgendjemandem ist irgendjemand im Hintergrund zu hören. Nicht bei mir. Oh, warte, da liegt Geld. Ich glaube, du kommst da nicht mehr raus. Oh, Arezo. Hallo. Guten Tag. Ist das ein Zweisitzer? Das ist ein Moped. Ah, tatsächlich. So, hast du direkt jetzt auch mit drauf? Was muss das denn sein, da? Willst du uns wieder beide abschießen? Nein, wir wollen jetzt nur den Job machen zusammen. So. Das Radio ist grauenvoll. Also jetzt habe ich nur ein bis zwei Spieler. Wir brauchen allerdings drei. Einstellungen. Tastaturbelegung. Und zwar. Schleichmodus. Drain. Steuerung. Linke Steuerung. Ah. So. Nach hinten sehen ist C. Nur zu Fuß. Wuhu! Wow. Ah. Wir leben noch. Wenn wir jetzt seitlich auf die Steine geknallt, werden wir auch explodiert. Kommst du wieder raus? Ja, doch, oder? Ne, ich finde mich am da festhältst. Oder was auch immer du hey, da getan hast. Ich hab mich festgehalten. Ich häng fest. Nein, ich glaube, das wird nichts mehr. Aber hier stehen Jetskis rum. Wo wolltest du denn ursprünglich hin? Du kriegst auf ich den wollte Boden... die Polizei abhängen, das habe ich geschafft. Ach so, na und denn... jetzt wollten wir einen Job machen. Steenrek, wie sieht's da an der Front aus? Ah, du kannst auch hier gerne mit aufsteigen, wenn du möchtest. Komm auf den Jetski. Warum sollte komm ich? Komm auf den Jetski. Wir fahren ein bisschen rum. Komm auf den Jetski. Jetski. Gut, dann nimm deinen eigenen Jetski. So. Dann schauen wir mal kurz auf der Karte, wo mein Auto steht. Ich signalisiere mal kurz, wo wir sind. Auto. Ist das mein Auto? Nein. Ist das meine? Nee, das ist nur meine Hand. Seit wann habe ich... Ach so, bestimmt immer, wenn ich auf dem Auto sitze. Ist das da mein Auto?
Nee, das ist eine Autowaschanlage. Steenrik, wie sieht's mit dem Job aus? Moment, die Polizei ist hier noch und ich versuche gerade die ganze Zeit zu tauchen, um keine Sterne mehr zu haben. Ah. Schön. Gut, könnte er so ausschalten, weg. Die ganze Zeit problemlos, aber ich bin ja freundlich. Du? Ja klar, es ist freundlich, nicht jemanden nicht zu erschießen. Sag mal, ja. Wer hat dich erzogen? Es wäre absolut unfreundlich. Ich erschieße dich jetzt einfach nur wegen diesem Kommentar. Nein. So, die abgesägte Schrotflinte besorgt sich sonst sowieso nicht. Hat das geklappt? Ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich treffe. Ich hab dich extra nie erschossen und das ist der Dank dafür. Extra nicht erschossen, super. Das ist der Punkt. Mensch. So, sehen wir, wie sieht's mit Jobs aus? Arbeitsloser. So, ich musste gerade jemand anders anrufen. So, Entschuldigung, falls so. Das hat mich ein bisschen aufgeregt. Und wuhu, Monster-Stunt. Ist hier ein Geysir? Oder soll das einfach Da unten bist du. Dann gehe ich mal zu Steenrik. Ist das Steenrik? Ja, natürlich ist das Steenrik. Gut. So. Ach ja, ich wollte ja gerade was ausprobieren. Er ist jetzt gerade nicht markiert. Doch. Markierung entfernen. Markieren. Aber es ändert sich an der Karte überhaupt nichts. Wird mir nicht deutlicher angezeigt, zumindest nicht auf der Minimap. Vielleicht kann man das ja hier irgendwo noch umstellen. Erweiterte Grafik wahrscheinlich nicht, ne? Nein. Benachrichtigung? Nein, das dürfte es nicht sein. Anzeige. Fahnenkreuz, einfache Fahnenkreuzgröße, was? GPS-Router, okay. Erweitertes Radar. Spieleanzeige. Ein. So. Und ändert nichts. Wundervoll. Aber. Tja, wir haben euch hier natürlich ganz normal noch mit drauf, aber sonst. Wie sieht's mit Jobs aus? Das ist eine vortreffliche Frage. Was? Jetzt habe ich nur ein bis zwei Spieler und ich telefoniere die ganze Zeit rum, um zu schauen. Auf meiner Jobliste sind 24. Wie macht ihr das eigentlich? Und Paizu, hast du schon eine Überraschung erlebt? Nein, was für eine Überraschung denn? Naja, ich habe den einen angerufen und der hat mir auf einmal Räuber angeboten. Und da konnte ich ja für 1000 nicht Nein sagen. Und dann habe ich mal Räuber. Ja, war ein Schnäppchen, also. Ja, das gesetzt, also. Hilfe, ich ertrinke schon wieder. Ich hatte noch keine Überraschung überlebt. Ich habe noch keine Überraschung überlebt, schön. Ah, Räuber angeheuert, er wird sich bald zu bald vornehmen. Tja. Na, wunderschön. Okay. So. Das bringt aber nichts, ich bin so fernab von der Zivilisation. Oh, ich habe sofort zwei Polizeisterne bekommen. Was ist... Wer ist denn das? Steht da alleine rum? Schleichen wir mal hin. Ist das einfach nur ein Tourist? Der da einfach so in der Pampa rumsteht? Dein Räuber nähert sich Palzu. Steht ja, das hier. Bringt ihm auch nicht viel. Er ist bald da. Ich werde genau informiert. Ich glaube, ich habe den Kerl gefunden, den Steenrik angerufen hat. Ich rette dich, Palzu. Ich habe ihn geschubst. Ah, ich habe immer nur ein bis zwei Schwer. Ist etwas ungünstig. Wen rufst du denn die ganze Zeit an? Ich meine, bei diesen Gängen... Lester könnte ich schon mal. Ja, wir brauchen übrigens sehr schnell was, weil wir nur noch 20 Minuten haben. Für den Abschluss der Mission. So, wisst ihr was? Wir sorgen bei der nächsten Aufnahme dafür, dass es ein bisschen besser läuft. Das heißt, wir starten die Aufnahme erst, wenn wirklich eine Mission in Aussicht ist. Generell so viel Zwischengeplänkel,
werde ich einfach mal nicht aufnehmen mehr, sondern ja, wir machen eben die Mission dann zusammen. Beziehungsweise, wenn wir eben tatsächlich was zusammen vorhaben, wie den Angriff auf den Flughafen, um ein paar Flugzeuge zu holen, dann wird es aufgenommen. Wenn wir einfach nur nach Missionen suchen oder einfach uns hier so rumtreiben, dann nicht. Also. Aha. Weil sonst haben wir hier dauernd Folgen, in denen im Prinzip nichts passiert, weil es direkt zu doof ist, sich einen Job für 3 Personen schicken zu lassen. Ja, gibt es natürlich keinen. Jetzt hat er auch noch das Spiel verlassen, der Herr Steenreck. Nee, die anderen alle. Ich nicht. Falls du wurde überfallen und hat 5 Mark verloren. Erledige die Räuber, um dir das Geld zu holen. Oh, na dann. Hab den Räuber schon getötet. Verdammt. Oh, da steht, wir haben den Wichser leider nicht bekommen. Wow, mir wurden 5 Mark geklaut. So, hab aber 2 Polizisten getötet. Tja. Jetzt kommen die natürlich mit. Oh, Moment, ist da eine Rampe gewesen? Mit Jet. Und so. Einsatzfahrzeugen. Ist das eine Rampe? Ich hab die doch. Nee, das ist nur Holz. Verdammt. Falco ist gestorben. Schön. Ja, ich wollte mal wieder. Naja, der Zivilisation kommt nicht so weit raus. Maywasser. Können wir uns jetzt hier. Hallo, you're through to Meriwether Security Consulting. What can I do for you? Nein. Munition, ich drehe euch jetzt bei. Okay. Idee, um die Folge doch noch mit irgendwas halbwegs Interessantem zu füllen. Wir machen ein 1 gegen 1 gegen 1 Deathmatch. Wir treffen uns. Wir treffen uns. Keine, obwohl, doch, auch sowas wie Sprengstoff. Direkt, du kennst dich am besten aus. Guter Platz, um jeder gegen jeden zu kämpfen. Wir brauchen viel Deckung. Viel Deckung. Viel Deckung. Dafür gibt es sogar eine extra Mission. Mitten in der Stadt. Man kann eine extra Mission machen, wahrscheinlich auch in einer privaten Gruppe. Oder wir gehen zu dem Dorf, wo die Nackten überall rumlauern und die töten. Wir brauchen auf jeden Fall. Wir brauchen. Nein, nee, wir müssen nicht. Wir müssen niemanden dafür töten. Es ist vollkommen egal, wer noch dasteht. Naja, die schießen aber auf uns die Nacken. Aber die haben so eine coole Feste. Also, wie gesagt, wir brauchen schnell eine Entscheidung. Mach, wir suchen uns einfach, würde ich jetzt sagen. Okay. Irgendwo auf freies Gelände. Gut, also oder im Prinzip, ich habe hier was Schönes. Tunnel. In diesem Tunnel, wo du doch einmal drin warst. Oh nee, da finden wir uns doch nie wieder. Doch, da haben wir auch viel Deckung. Die Herausforderung Scharfschütze beginnt. Nee, allerdings. Ich erledige die meisten Spieler mit einem Scharfschütze. Ja, okay, wir können es alle lesen. Mensch, wir versuchen hier gerade was zu klären, Mensch. Ich hab gedacht, das passt so gut rein. Mensch. Nee, nicht wirklich. So, also. Kann ich mir hier einen Krankenwagen rufen? Oder was? Anspruch geltend machen. Was? Aha. Achso, ich kann mir damit meine Banshee zurückholen lassen. Aha, okay. Kostet aber was. Kostet über 1000. Mensch, da muss ich ja 1 bis 2 Läden überfallen für. Also, gut, dann eben die Tunnel. Wie komme ich da hin? Wir müssen uns jetzt auch wirklich beeilen, um dort hinzukommen. Sag mir jetzt gefälligst, wo es ist, sonst finde ich den Weg nicht. Ich muss selber gerade versuchen. Einen Moment. Wundervoll. Das wird nichts mehr. Ja, befürchte ich auch. Okay, Moment kurz. So, was gefunden? Wisst ihr was? Okay, machen wir es ganz schnell. Nicht die Tunnel, wir machen relativ offenes Gelände. Da, wo Falco jetzt gerade sich rumtreibt. Bei den... Oder? Ist das Steenreck? Ich glaube, das ist Steenreck. Bei den Apartments von Steenreck. Ah, okay. Ey, stimmt. Da hat man eigentlich auch Deckung. Ja, eben. Stimmt, genau. Na, wo ist es denn jetzt? Ich brauche die Markierung.
Na toll, jetzt ist meine Mikro-MP alle. Tja, hättest du mal nicht die ganze Zeit rumgeschossen. So, warum bekomme ich denn kein GPS-Signal? Ich fahre mal auf die Straße, vielleicht habe ich da welches. Vielleicht hast du ein Update. Was? Hallo Falzo, oh, vielleicht ist ein Kopfgeld ausgesetzt. Hey, komm mal mit! Ja, von 7000. Ja, mitkommen! 7000! Mitkommen! Okay, komm mal her. Ja, wir kommen ja sowieso. Aber darum geht's nicht. Wir bleiben trotzdem zivilisiert und erschießen uns brav. Falls du fährst immer noch in die falsche Richtung. Glaube ich. Ja. Ich möchte nicht erschossen werden. Ich glaube, ich spreche gegen eine Wand. Dabei bin ich mir, war ich mir bis eben sicher, dass ich gegen ein Mikro, gegen einen Bildschirm spreche. Gegen und ein Mikro, gegen ein Bildschirm, gegen was jetzt nur? Na, gegen den Bildschirm. Das Mikro steht neben mir und fängt das nur auf. Na, wenn du meinst. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade lang fahre. Dann guck auf die Karte und fahr dahin, wo... Steamwreck, du hast dich nicht fortbewegt, oder? Jetzt weiß ich wieder, wo ich lang fahre. Nee, ich bin immer noch hier. Gut. Ich habe gerade zwei harmlose Leute umgebracht, die im Pool saßen. Gut, ich würde sagen, wir machen so zwei, drei Runden, in denen wir einfach dann... wir starten, dann sagen wir, ja, alte Hochversteckspielregeln. Jemand zählt bis 20, gleichzeitig rennen wir alle in die verschiedenen Richtungen und dann, ja, versuchen wir uns eben gegenseitig zu erledigen. Wer als letztes noch lebt, der hat gewonnen, die Runde. Und wer wiederbelebt wurde, spielt nicht mit, bis die nächste Runde beginnt. Sind die Regeln soweit klar? Jawohl. Gut. Falls du bist du auch auf dem Weg? Hier waren gerade zwei Leute, die mich umbringen wollten, zwei NPCs. Das beantwortet nicht die Frage. Die habe ich kurz erschossen und jetzt suche ich mir ein Auto. So schwierig kann es doch nicht sein. Wir sind hier auf einer Straße voller Autos. Ich meine, ich habe es gerade geschafft. Tja. Ja. Hätten wir mehr als 13 Minuten Zeit, dann würde ich sogar vorschlagen, das zu machen. Das klingt nämlich ziemlich cool. Ja, das klingt ziemlich cool. Ich hätte das sehr gerne gemacht. Mist. Fahren, 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 fahren. Hoppala, hoppala. Und wo bleibst du? Ja, ich bin unterwegs, aber die Strecke ist ein bisschen glitschig. Okay. Was mit Falze ist, weiß ich allerdings nicht. Ich kaufe mir gerade Munition. Das Wort Eile sagte nichts, ne? Hat er noch nie gehört. Ei, was? Ja, Eierkuchen. Ja, das kennt also er natürlich. Stimmt jetzt nur auch wieder nicht. Ah. Was soll denn das jetzt? Genau. So, volle Munition. Bildschirm kaufe ich mir natürlich auch ein. Ob. Ah, nee, erstmal freigeschaltet. Oh. Ah, ich habe blauen Fallschirm jetzt. Okay, na, dann habe ich einen Fallschirm. Gut, ich glaube, Stingray, das wird ein ganz normales Duell 1 gegen 1. Okay. Aber das ist auch cool, dann können wir westernmäßig das machen. Stimmt. 10 Schritte. Ja, hier ist sogar Platz. 10 Schritte, 6 Schuss. Ich habe die Besitzer getötet. Hast du einen Revolver? Ja. Sehr klar. Gut. Fahren, 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 fahren. Und wie gesagt, demnächst in den Aufnahmen nur noch, wenn wir konkret wissen, was jetzt los, was losgeht. Also wann was losgeht. Ob was losgeht. Beziehungsweise, wenn wir fest wissen, dass wir schon in einer Mission drin sind. Oder? Naja. Gut. Ach Gott, der Weg ist aber trotzdem so weit, Mensch. Ja.
Bei mir sind es gerade noch 80 Meter. Nein, also Splash da. Gott, die Straße ist verschwunden. Wie alle hier in der Mitte sind und sich bestimmt gegenseitig snipen. Was? Achso, ja, das, die Sniper-Herausforderung, ja. Achso. Oh, mein Gott, und Falco ist ja so weit weg, also... Naja, deswegen macht er ja auch nicht mit. Der wird jetzt ausgeschlossen, wir mobben ihn jetzt. Der ist jetzt der Außenseiter. Doch, doch, du bist dick. Das ist so unfair. So, jetzt bist du gemobbt. Und es kommt noch schlimmer, dadurch, dass ich das übers Internet mache, ist es Cybermobbing. Anzeige ist raus. Das ist ja der Witz bei Cybermobbing, ist nicht so leicht wie bei normalem Mobbing. Wuhu! Ach was, du bist nicht über Mobbing in dem Netz. So. Woher willst du wissen, wie ich im Netz bin? Das weiß ich einfach, du bist ein Autonormalverbraucher. Ja, klar. Sagt man das so? Ach, keine Ahnung. Ich bin ein Autonormalverbraucher. Ich nehme mir ein Auto und verbrauch's. Apropos, ich bin jetzt hier. Sag mal nicht Autonormalverbraucher. Ach, ja, komm, schon. Rein. Dann komm rein, komm rein, komm rein. Wie rein? Ja, hier reinkommen. Was? Moment. Ich habe extra die, die Leute getötet, denen es hier alles gehört. Und den Pool abgetrunken. Wunderschön. Ah, okay. Ja, das ist ja freundlich. Du kommst raus, ne? Gut. So, Moment, ich muss noch einen Snack essen. Damit wir auch beide mit vollem Leben starten. Wie ging das doch gleich? Wir drücken auf M. Na. Wir drücken auf M. Verdammt nochmal. Jetzt habe ich hier... Wenn ich auf M drücke, kommt jetzt die ganze Zeit so eine Eventmeldung statt das Inventar. Na toll. Du kannst wählen, entweder alle Events im freien Modus auszublenden oder nur diejenigen, die du nicht angezeigt bekommen hast. Lass ich wieder anzeigen. Da. Waffe runter. Oh, Entschuldigung. Aua. Das war wirklich keine Absicht. Jetzt kann ich ins Inventar. So, hast du einen Snack bei, um dich wieder zu heilen? Hallo, durch. Und eine Kippe. Die ist ja ekelhaft. So. Ja, in-game bin ich Raucher. Ist ja ekelhaft. So, warum bin ich jetzt nicht geheilt? Ich habe doch so einen Pimpus gegessen. Lassen wir noch so, eins. Noch eine Standardpanzerung angelegt. Ich heile mich irgendwie gerade nicht. Heilen die Dinger eigentlich sonst? Doch. Eigentlich schon, doch. Das war noch eins. Ich bin auch geheilt. Immer noch nicht. Oder heilen die nur... Ach, die heilen nur ein ganz klein wenig. Okay. Ja, klar. Unter mir sammelt sich doch schon der Müll. Okay, ja. Gut. Echt? Ich mach das alles aus Auto raus. Fünf Finger gefunden oder so. So. Oh, was soll denn das? Okay. So. Ach, wir nehmen die. Wir das in der Ego-Perspektive? Ja, klar, gute Idee. Moment. So, okay. Und bei jeweils einer Zahl einmal auf W drücken. Und okay. Bei, nachdem 0 gesagt wird, umdrehen, Feuer frei. Okay. 1. Mit Pistole? Oh, nee, Moment, Entschuldigung. Okay. Wir müssen natürlich runterzählen. So, okay. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1, 0. Ihr lebt immer noch. Ja, geht doch. Man muss ja auch erstmal sich umdrehen, zielen, schießen. Mir ist gerade eingefallen, während wir voneinander weggelaufen sind. Oh, du hast Geld fallen gelassen. Oh, verdammt! Ich wollte das gar nicht aufsammeln! Achso, das hast du gar nicht fallen gelassen. Nee, das war von jemand anderem. Warum liegt die hier eigentlich immer noch rum? Kannst du die nicht ins Wasser packen oder so? Vielleicht sollte ich doch nicht diese
Waffe nehmen, die ewig braucht zum Nachladen. Und nur ein Schuss. Sonnenpistole. Ja. Ja, genau. Mir ist gerade eingefallen, eventuell wäre es besser, wenn falls du runterzählt. Ich habe nämlich einen Vorteil, auch wenn ich nicht das hob beabsichtige. Wenn das ich zähle, ich weil auch. Ich ja. Genau. Also, Stingrek, wo bist du? Ja, hier. Wo? Du bist gerade von mir weg. Wie? Was? Ach, da. Okay. So. Bist da? Gut. Hast du die gleiche Waffe wie ich? Ja, stimmt. Was? Wirklich? Moment mal. Das ist der schwere Revolver? Sieht bei dir ja irgendwie anders. Achso, klar, du hast ihn angemalt. Genau. Angemalt. Genau wie dich. Popo. Da, wasch dich mal. Ich ertrinke. So. Jetzt komm doch mal damit, falls du zählen kannst. Der muss das lernen. So. Was ist, wenn ich da sage, dass ich das schon kann? Tja, dann kannst du es jetzt beweisen. Von 10 rückwärts bis 0. Und zwar so weit wir Rücken an Rücken stehen. Bist du denn jetzt okay, nein, das kriege ich doch nicht hin. Gut. Ich habe leider keine Ahnung im Universum. Soll ich jetzt runterzählen? Ja, von 10 bis 0. Okay. Inklusive 0. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und 0. Bleib stehen! Verdammt! Das hab ich nicht so! Au! Oh. Ja! 1 zu 0. 1 zu 1. Ja, also für diese Runde. Jetzt noch eine letzte Runde. Also den Modus mag ich schon mal. Wow, ich hab dir links und rechts in die Schulter geschossen. Was? Das muss ich mir angucken. Das ist nämlich brutal. Tja, erst den einen Arm, dann den anderen. Dann kann der nicht mehr schießen. Ich finde den Weg nicht. Moment. Da ist was hochgegangen. Au, oh, und ich bin... Irgendwas hat mich umgeworfen. Jetzt muss ich schon wieder Snacks essen. Wundervoll. Achso, hier ist auf irgendjemanden ein Kopfgeld ausgesetzt. Ja. Na komm. Hopp. Okay, dann nicht. Hm? Aua. Hallo. Du bist das. Nee, okay, ist in Ordnung. Autsch. Ja. So, Stinrek, wo bist du denn? So. Boah. Ich hab's auch geschafft, ja, meine Lie, aber wo? Ihr werdet. Da hier wieder rein, das Tor. Ich find den Weg nicht. Na, da ist er doch. Ah, okay, gut. Hoffen wir, dass meine Snacks überhaupt noch ausreichen. Was liegt denn da? Irgendwas lag da. Na. Na? Was soll das? Ich hab gar nichts gemacht. Doch, eine Bombe direkt neben mir gezündet. Menschenskinder nicht. So, Snacks. Ich bin hier einfach geht sogar auf. Ja, beeil dich. Wir müssen noch schnell die Entscheidungsrunde machen. So, keine Snacks mehr. Dürfte sowieso keinen großen Unterschied machen. So, bist du da? Warum liegt hier eigentlich dauernd Blut? Oh, habe ich dich auch mal getroffen? Achso, nee, noch nein, Leben. Jetzt habe ich... Stingrek, wo bist du? Gleich da. Gut. Gut. Diesmal bin ich sogar live dabei. Kannst von der anderen Seite zugucken. Ja, Beeilung. Ich muss mal kurz gucken. Eigentlich bin ich nämlich genau jetzt zur Besprechung verabredet. Stingrek, beeil dich. Ich sehe keinen Stingrek. Ich sehe ihn auf der Karte. Ach ja, und Anmerkung, wer mich abschießt, hat weniger Schuss für den jeweiligen Rivalen im Kampf. Nee, ich hab irgendwie bei okay, Schuss, ich bin da. Aber du verschwendest so Zeit. Also. Gut. Ich stelle mich hier irgendwie an die Seite.
Ja. Soll ich runterzählen? Moment, stehen wir richtig? Moment, so, ran. Okay. Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Wie ist der Weg ausgegangen? 1, der ist direkt auch 0. Au! Was zum? Das ist geschummelt! Jetzt haben die Polizisten euch beide umgebracht. Dabei hatte ich doch die Polizei gehört, okay. Aber. Das wird vertagt. Also, demnächst in irgendeiner anderen Folge noch ein Duell. Wir haben also eindeutig dich angegriffen. Also, wir sehen euch uns beide, weil ihr beide hinter das Kommentar habt. Ja. Lebt wohl, hinterlasst Kommentare und hey, muss das denn sein? Ich bin gerade am Abmoderieren. Also, wir sehen uns, lebt wohl, hinterlasst Kommentare, adios. Sagt tschüss. Tschüss. Falls du, sag tschüss. Tschüss.